Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mein Imperium! Heute muss ich den Part leider etwas kürzer halten, da ich sonst zeitlich das nicht schaffe, den pünktlich hochzuladen, wobei das schon recht knapp wird. Aber ich versuche mein Bestes, auf jeden Fall. Und erstmal wollen wir ein paar Hühnchen loswerden, beziehungsweise ein paar Eier reinwerfen für neue Hühnchen, damit wir noch mehr Essen kriegen. Weil noch reicht das ja nicht, also... Man muss ja schon ein bisschen mehr da reinkommen, weil davon werden wir ja nicht satt. Nee, man muss ein bisschen mehr rein. Okay, gut. Feld habe ich vorhin abgeerntet, vor der Folge. Und heute wollen wir einmal das hier rausnehmen, hier reinpacken. Und einmal kurz gucken, wie viel Eisen wir haben. Also, wir holen uns... Stimmt, das war noch nicht wieder fertig gewachsen. Okay, wartet mal kurz. Okay, Musik ist trotzdem recht leise, aber hört sich sehr laut an. Ich guck mal, ob wir Diamanten verkaufen können bei unserem Dorf, weil wir das ja auch irgendwann übernehmen wollen. Und wir müssen uns da erstmal hochshoppen. In den letzten Folgen haben wir ja hier unsere schönen Sachen fertig gebaut. Hier unser Schlafzimmer, das Dach haben wir fertig. Dann haben wir ja noch das Wohnzimmer fertig gemacht, was ich optisch alles recht hübsch finde, vor allem auch das Wohnzimmer hier, finde ich sehr schön. Da könnte man eigentlich auch einen Blumenpott draufstellen, haben wir aber gerade keinen dabei, deswegen machen wir das einfach nicht. Ja, hier wollte ich ja noch das hier alles kleiner machen, da hatte ich ja Half-Slabs für genommen, aber da der Ton ja erst wachsen muss, beziehungsweise hatten wir nicht was gebrannt? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist schon ein bisschen länger her. Am Wochenende kam ja leider wieder nichts. Also am Wochenende wollte ich jetzt mein Imperium eh nicht mehr bringen. Das soll ja nur in der Woche ein Projekt werden und am Wochenende hatte ich halt wieder gar keine Zeit, weil ich wieder weg war. Und da konnte ich dann Shaxx & Fidget nicht aufnehmen. Das tut mir sehr leid für die Leute, die das gerne sehen wollten und die mein Imperium zusammen gucken. Aber ja, man kann es halt nicht immer allen recht machen und zeitlich passt es im Moment bei mir halt recht selten, weil wir halt immer am Bau sind oder sehr oft. Deswegen wird es heute auch sehr knapp. Ich wollte jetzt noch eine Folge aufnehmen für heute, schnell rendern und dann gucken, ob ich das hochgeladen kriege, weil ich dann wieder los muss. Und ja, aber das wird sich ja eh bald irgendwann alles ändern. Dann ist das da auch fertig. Und dann kann man endlich anfangen, wieder richtig zu suchten. Halt richtig suchten. Dann kann ich auch mal wieder am Wochenende mein Imperium. Ach, mein Imperium gar nicht. Kann ich Shaxx & Fidget auch mal wieder am Wochenende bringen und dann, ja. Da habe ich im Moment auch nicht so viel Zeit, weil, wie ich ja schon mal erwähnt hatte, ich nebenbei ein anderes Spiel noch spiele, wovon auch noch Videos folgen. Ich weiß auch noch nicht genau, was für Videos ich da machen will, wollte und so weiter und so fort. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Wir gucken mal, unsere Kakteenfarm, die hat immer noch nichts abgeworfen. Also ich habe echt keine Ahnung, warum da nichts kommt. Aber wir können mal hier die abbauen und dann hier weiter anpflanzen. Wir bauen die jetzt auch gerade mal ab hier. Wir haben den Magnet ja noch an, was uns sehr viel erleichtert, sonst wäre das richtig kacke. Es kann auch sein, dass er halt wirklich immer auf die Kakteen fallen, die Dinger, und deswegen dann kaputt gehen. Weil wenn Items auf Kakteen fallen, wisst ihr vielleicht, dass die dann ja, kaputt gehen und nicht mehr so ganz heile sind. Aber egal, wir haben die Kakteenfarm auf jeden Fall komplett jetzt. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Dann werden wir jetzt einmal zu unserem Dorf hinten hingehen und gucken, ob die auch Diamanten wollen. Das andere Dorf werde ich ja cheaten, da bin ich mir jetzt sicher, weil ich, wie ich ja schon mal erwähnt hatte, das Projekt nicht mehr so lange ziehen möchte. Und dadurch wird sich das einfach nur noch mehr in die Länge ziehen. Und ja, danach soll ja auch ein anderes Projekt kommen, was nichts mit Minecraft zu tun hat. Minecraft wird, denke ich mal, zwischendurch auch kommen. Ich weiß noch nicht genau, was ich da bringen soll. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir in Minecraft noch spielen sollten und so weiter und so fort, dann schreibt mir das in die Kommentare. Oder wenn ihr sagt, irgendein Modpack, was ich mal spielen soll und so weiter, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, was wir an Minecraft-Projekten anfangen sollen, machen sollen, whatever. So, die wollen echt nur Eisen haben, ne? Können da Bücherregale... den verkaufen, weil da wollen die richtig Kohle für abdrücken. Und da wir ein Looting-Schwert haben, sollten wir auch recht
viel Leder bekommen, dass wir genug Bücherregale machen können, damit wir uns irgendwann das Dorf erkaufen können. Das ist auf jeden Fall noch Ziel des Projektes, dass wir auf jeden Fall das Dorf übernehmen. Das ist ganz klar, das habe ich von Anfang an gesagt, dass wir das Dorf so weitestgehend ausbauen. Und da es ja sozusagen dazugehört, dass man dann auch noch das Dorf übernehmen kann, werden wir das natürlich auch tun. Das ist sicher wie... Weiß ich auch nicht. Da haben wir noch ein paar Bücher, da haben wir noch ein paar Zettel. Dann haben wir hier bestimmt auch noch ein bisschen Leder drin, ne? Nee, okay. Dann werden wir mal die ein oder andere Kuh schlachten. Nur wie viel kriegen wir denn da raus, wenn wir das jetzt machen? So und so. 31 Leder brauchen wir also Minimum, damit wir unsere ganzen Blätter wegschmeißen können sozusagen. So, dann nehmen wir natürlich wieder was zu essen auch mit. Unsere schöne Blume, die kommt erstmal raus. Und unsere Mukus, wir haben halt recht viele, deswegen sollte das nicht das Problem sein, dass wir da ein paar von killen. Weil, ja, wir haben mehr als genug, also ich weiß gar nicht, was wir mit den ganzen Mukus anstellen sollen. Und Essen haben wir eigentlich auch genug, wobei ich ja dann irgendwann auf das Hühnerfleisch umsteigen wollen würde, weil wir davon ja eine automatische Farm haben. So, dann wird jetzt erstmal hier ein paar Mukus geschlachtet und ein bisschen Leder gesammelt. Ich hätte gern so noch Verbrennung auf den Schwert, damit man direkt gebratenes Fleisch rauskriegt, dann muss man das nicht erst wieder in den Ofen stecken. Aber andersrum hat man dann wieder noch mehr Erfahrung, die man kriegt, wenn man das Zeug aus dem Ofen rausholt. Deswegen ist das gar kein Problem. So, wir killen einfach mal ein paar Mukus, damit hier auch ein bisschen mehr Platz ist, damit die auch wieder Platz zum Grasen und so haben, die nicht so eingeengt sind. Deswegen muss hier noch ein bisschen was weg jetzt. Also ein paar werden wir auf jeden Fall noch killen, weil wir Platz brauchen für die anderen Mukus, damit die sich nicht so eingeengt fühlen. Weil das ja auch nicht so schön ist. So eine Massenhaltung finde ich nicht so nett. Deswegen müssen wir die einfach schlachten, damit wir mehr Platz haben für die anderen. Ja, überhaupt nicht grausam, dass man die Viecher schlachtet, damit keine Bastelhaltung da ist, aber egal. So, wir haben ja die Magnete, das heißt eigentlich ist egal, wo wir die Viecher killen. Deswegen können wir auch einmal so zack, 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 zack. Einmal durchschnetzeln. Und dann gucken wir gleich mal, wie viele Kuhs, Mehrzahl von Kühe sind Kuhs. Wie viele Kuhs wir noch über haben. Weil, ja, so viel brauchen wir halt wirklich nicht. Und das Einzige, wofür halt die Masse halt wirklich gut ist, ist für Erfahrungspunkte, wenn man die alle füttert. Aber dafür müssen wir erstmal mehr Weizen haben. Das heißt, unser kleines Weizenfeld da hinten reicht dafür locker nicht aus. Da man da nur ein Stack oder sowas an Weizen oder sowas zusammenkriegt. Vielleicht auch zwei Stacks, wenn überhaupt. Aber die sind ja auch recht schnell weggebraten, die zwei Stacks. Da läuft man einmal hier durch. Dann und dann wären die weg gewesen. Da wir aber ein bisschen reduzieren, sollte das dann kein Problem sein. So, ich muss ja halt alle zweimal hitten. Ich kann natürlich auch jedes Mal einen Sprungjump machen für einen Critical Hit, damit würde ich die alle one-hitten. Ja, alle auf einmal, genau. Ja, würde ich da halt Kuh von Kuh dann one-hitten, wenn das crittet. Aber wir können auch einmal kurz zweimal draufschlagen. Ja, genau. So. Die schönen Mukus. Ich weiß noch am Anfang, wo wir die hier wirklich hergesucht haben, wie sonst was, weil wir keine gefunden haben und dann hatten wir welche gefunden und das war, ja, das war schon richtig geil, weil Leder kann man eigentlich immer gebrauchen, also Leder ist so das A und O in Minecraft, vor allem Mukus sind einfach so die beste Tierzucht, die man haben kann, weil Mukus geben Leder, was man sehr oft braucht und halt Essen und das auch nicht zu knapp. Das Einzige, was halt wirklich sonst noch cool wäre, wäre vielleicht Schafe, weil die geben Essen und Wolle, aber Mukus sind da schon richtig cool. Wir haben jetzt 21 Level wieder, das ist richtig nice. Wir haben jetzt auch ordentlich an Leder, sehe ich gerade. Das bedeutet, wir gehen einmal runter und wir haben bestimmt auch über 2, 3, 6 Futter. Oha. Ich glaube, da oben liegt sogar noch irgendwo was. Oh, wir müssen Kohle da reinfüllen, sehe ich gerade. Ah, nee, so viel kann da oben nicht mehr liegen. So. So, da haben wir jetzt erstmal wieder dann genug zu phrasen. Also, Essen sollte jetzt gar kein Problem mehr sein, weil wir einfach mehr als genug davon haben.
Hier muss noch, genau, und der ist befeuert noch, ne? Richtig. So, dann können wir den Rest eigentlich hier reinpacken und ich kriege die ganze Zeit Nachrichten, was mich gerade ein bisschen nervt auf dem Handy. Aber ich hoffe, man hört das nicht. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Bücherregale machen. Weil wir können auch sonst noch mehr machen. Wir müssen ja nur ein bisschen Zuckerrohr und ich glaube, davon sollten wir auch noch mehr als genug haben. 1, 2, 3, machen wir daraus mal Paper. Zack. 1, 2, 3. 1 Stack Leder. Nochmal ein Stack Bücher. Da sollten wir nur noch ein bisschen Holz holen. So, da haben wir. Nehmen wir hier mal das Tropenholz. Wobei ich bezweifle, dass das reicht. Ja, wir brauchen natürlich wesentlich mehr. Das und das noch mit. So, also Holz müssen wir demnächst mal wieder für uns lassen. Weil sonst das recht knapp werden wird. So, dann machen wir das hier einmal. Bücherregale. Noch mehr Bücherregale. Zack, dann haben wir hier nochmal 6 Holz. So, und dann sollte das gleich an sich passen. Zack. Ja, das war jetzt fast unser ganzes Holz, das weg ist. Aber wir haben jetzt 41 Bücherregale. Das heißt, wir haben richtig schön viele Bücher. So. Ach, jetzt ist richtig viele Bücherregale. Das heißt, richtig viel Cash erstmal. Und zweitens, nicht nur das Cash ist geil, sondern auch, wir können uns so mega hochkaufen, glaube ich, dass wir eventuell schon dann in der Lage sein könnten, das Dorf zu übernehmen. Ich weiß es nicht genau, ob das ausreicht. Das ist die Frage der Fragen. Deswegen würde ich sagen, dass wir einfach mal gucken gehen und danach vielleicht schlafen gehen. Ach, das war ein richtig scheiß Reif. Das erste ging noch, aber das zweite war kacke. So, Kollegas, ihr seid alle müde, wollt schlafen. Ist verständlich. Wir schlafen mal wieder in unserem alten kleinen Häuschen. Weil in der Villa haben wir schon ein paar Mal wieder geschlafen. Dann schlafen wir jetzt mal woanders mal wieder. Da waren wir schon länger nicht mehr. Okay, gut. Dann begeben wir uns jetzt auf jeden Fall wieder hier hin und sagen, yo, yo, wir wollen verkaufen. Du, 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 wir wollen verkaufen. Da ist unser Kollege. Das ist auch sehr schön, dass der da steht. Das heißt, wir können dann gleich mal gucken. Oh, ja, hier. Ich würde gerne ein Buch verkaufen und Bücherregale. Zack. Das heißt, wir haben jetzt wieder ordentlich Cash. Und was sagt unser Alter? Frischstreues Dorf ist kaufen. Möchte ich nicht. Ich möchte das Dorf kaufen. Oh Mann. Oh, stehen aber alle recht gut gerade. Das gefällt mir eigentlich. Aber wir sind immer noch nicht weit genug. Ja, Frischstreues Dorf, das können wir kaufen. Aber wir haben doch schon, ja, haben wir doch schon gekauft. Wie viel müssen wir denn da noch abgeben, Alter? Ey, die rasten ja mal richtig aus. Das heißt, wir müssen nochmal Zuckerrohr holen. Dann werden wir Bücher machen. Und dann glaube ich, dass wir erstmal nur die Bücher verkaufen. Oder wir holen uns das Holz, was wir eventuell dahinter noch haben, weil wir das ja immer von denen abgezogen haben. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie schlimm ist oder schlimm war, dass wir das gemacht haben, dass dadurch unser Rang etwas runtergeht bei denen, aber ich denke mal nicht. So. Zu unserer mega Zuckerrohrfarm hier hinten hin. Die noch nicht ganz wieder gewachsen ist, okay. Doch ist sie. Dann habe ich nur gerade falsch geguckt. So. Einmal alles abernten. Zack, zack, zack. So. Ja, mit dem Magnet geht das halt wesentlich schneller. Wie gesagt, das ist für mich keine, also nicht wirklich eine Art von Cheaten. Ich meine, wenn es ein Item dafür geben würde, würde ich mir das craften. Aber so, da es das nicht gibt, lasse ich den einfach drin, weil dann muss ich nicht erst ins Wasser springen, die ganzen Sachen aufheben. Und ja, für mich ist das halt nicht so unbedingt eine Art von Cheaten, weil das einfach nur ein bisschen Zeitersparnis sind. Und da man das ja eh so in Folgen macht, ist das halt wesentlich angenehmer, wenn man dadurch Zeitersparnis hat.
weil man hat halt nicht immer so viel Zeit in den Folgen. Man hat ja immer nur diese, bei mir sollen es ja um die 15-Minuten-Grenzen sein, die wir gleich schon wieder erreicht haben, wie ich gerade sehe. Und ja, ihr wisst ja, alles über 20 Minuten ist Luxus, ne? Prägt euch das ein, weil das nicht Standard ist. So. Und ja, man hat halt die Folgen, wo man halt irgendwie guckt, dass man so viel wie möglich in eine Folge reinpackt, dass das ein bisschen spannend ist und sowas. Aber manchmal geht es leider nicht anders, dass man so unspannende Sachen halt machen muss. Ich meine, hier bei mir im Projekt so geht das ja einigermaßen noch, aber wenn man jetzt in so einem Projekt ist, wo Aufnahmepflicht besteht und sowas, dann ist halt mal so, dass man einen Part hat, wo nicht wirklich viel passiert, wo das vielleicht langweilig ist und das halt blöd für den einen oder anderen Zuschauer, aber man kann es halt nicht ändern, weil wenn Aufnahmepflicht zum Beispiel besteht, dann besteht sie halt und fertig. So, ich habe aber noch dafür, dass wir gerade einmal kurz das Feld ernten. Das geht ja auch richtig flott. Flotti Karotti und so. Deswegen können wir das auch gerade einmal kurz in der Folge wieder machen. Weil wir ja den Magnet haben, alle Sachen so anziehen. Das heißt, wir können einfach kurz einmal abschlagen, wieder anpflanzen und dann passt das wieder. Damit wir auch ein bisschen Weizen haben. Ihr seht, wir haben hier nicht mal ein Stack Weizen rausgekriegt aus diesem Teil. Und das ist halt schon ein bisschen hart, wenn wir jedes Mal einen Stack Weizen da hinten reinballern. Oh, ja. Darum müssen wir halt da ein bisschen drauf achten, dass wir da die Farm eventuell irgendwie verlängern oder was weiß ich was. Auf jeden Fall wollte ich jetzt... Ah, wir müssen eh runter wegen dem... Ne, genau wegen dem. Wegen dem Leder, genau das war das. So, dann machen wir das so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Für alle Leute immer noch, die sich wundern, Shift-Klick und W, also Shift und W gedrückt halten, mein Linksklick, dann macht man das oben rein, aber wie ihr seht, die Sachen müssen im Inventar sein, damit das funktioniert und dann einfach W loslassen und Shift nur gedrückt halten, dass man alle Items rauskriegt. So, wir haben jetzt wieder 2 Stacks Bücher. Ich bin jetzt überlegen, machen wir Bücherregale und verkaufen wir die Bücher. Ich würde sagen, dass wir sogar die Bücher einfach so verkaufen. Und dafür nehmen wir auch ein bisschen Stein mit. So, unser Inventar ist zwar jetzt voll wie sonst was, aber das ist ja kein Problem, weil wir verkaufen die Sachen ja gleich wieder. Und dann haben wir wieder Platz ohne Ende. Und deswegen ist das nicht so schlimm. So, so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das schaffen, jetzt das Dorf zu kaufen. Weil sonst haben wir in dieser Folge leider nicht viel geschafft, außer ein bisschen Cash gemacht. Weil die Folge gleich vorbei ist, sobald ich da bin, die Sachen verkauft habe, werde ich auf jeden Fall die Folge auch beenden, weil die sonst zu lange geht und das dann wieder so lange dauert zum Rendern und so. Und ich habe Angst, dass ich das sonst nicht rechtzeitig schaffe zum Hochladen. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade. Und wir warten jetzt einmal kurz hier auf unsere Kollegas. Da kommt schon einer. Er tanzt hier immer noch rum, ich habe keine Ahnung, warum er das macht, irgendwie tauscht er ja und handelt ja auch nicht so. Ja, du willst Bücher und Steine, kriegst du auch ohne Ende, zack. So, jetzt müssen wir einmal kurz, okay, wir haben 4-0, wir haben richtig Cash. Und unser Oberpimp steht da immer noch. Aufgaben erfüllen, okay. Frage ist, wo kriegen wir die her? Aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Gucken wir mal nach Aufgaben. Und ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bye, bye. Euer Kleiner Tom.